Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier wieder mal eine Ballenpresse vorstellen. Die habe ich gefunden auf der US-ModHub-Seite und es gibt sie in Forbidden Mods. Ihr habt natürlich beide Links bei mir unten in der Beschreibung. Und wir gehen mal hin hier. Eigentlich nochmal Kategorie Ballenpressen. Da wäre sie drin, aber da ist sie nicht, leider nicht drin. Da habe ich hier nur die jetzt, was ich auch noch mir nochmal reingetan habe, hier von LS-Modelle. Da sehen wir, wir haben sie hier in drei verschiedenen Farbwahlen, wie ihr natürlich wisst von meinen letzten Videos. Und leider komischerweise, die Ballenpresse, die findet man hier vorne bei die Fahrzeuge, was ich mich irgendwie verwunder. Da haben wir jetzt hier die Ballenpresse. Also, wir unsere Ballenpresse gibt es nur in zwei verschiedenen Farben zur Auswahl. Das ist hier einmal hier um 8. 1900 hier unsere Fortschritt Ballenpresse K454, wie wir ja sehen. Und hier die kostet hier 453 Euro. Die macht hier einen Ballen von 500 Liter, also ein bisschen mehr als wie die andere. Also ist dadurch wahrscheinlich auch schwerer. Weiß nicht, ob man es so gut hochheben kann. Aber das werden wir nachher dann eh testen. Arbeitsgeschwindigkeit, wie wir ja sehen, ist hier 10 km/h. Du brauchst 50 PS, entsprechend 37 kW. Dann kannst du hier auch noch mit der für Singleplayer den Zugmaul für 100 Euro kaufen. Ich habe es mal in alle Variationen mal gekauft. Also es gibt ja nur zwei Variationen. Und dann haben wir die gleiche noch einmal hier in den, ja, so grünlichen Braun oder was das sein soll. Und natürlich hier genau alles dasselbe, wie du ja siehst. So, da sind wir jetzt hier und schauen wir nochmal hier natürlich hier zu der von LS Modelle hin. Da sehen wir hier ist die Leistung ein bisschen anders da eingestellt und natürlich die Arbeitsgeschwindigkeit ist hier bei 12 km/h und der Ballen, der Liter, ist bei 350, nicht 500. Ich weiß nicht genau, ob man dann die dann entsprechend dann hochheben kann, aber wir schauen uns jetzt hier erstmal hier natürlich vor Ort an. Also das hier ist die hier, was ich jetzt da gefunden habe. Also texturmäßig, wenn wir hier rangehen, sieht nicht so schön aus, sieht meine Seite ein bisschen pixelig und so komisch verschmiert. Es hat nichts irgendwie mit ausgeblichen zu tun, irgendwie als ob wir da mit einem Fetzen mit Lösemittel drüber gefahren wäre und das so verschmiert hätte. Also wenn du den so anschaust, kriegst du, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sagen werde, kriegt man ja Augenkrebs ja auch noch. Aber wenn wer sich den runterladen möchte und spielen möchte, soll das gerne tun. Es soll niemanden davon abhalten, natürlich. So, und dann haben wir jetzt hier vom letzten Video, dass wir einen Vergleich haben, also von LS-Modelle, so her das ganze Modell hier zu sehen. Da haben wir ja auch die Anschlüsse, so her, da und da, hier hängen sie hier, gehen sie runter, irgendwo durch nichts, das mich ein bisschen wundert. Müssen doch da oben eigentlich auch Löcher sein, aber ist ja was anderes wieder. Da haben wir ja einen Feuerlöscher drauf, Deko, finde ich ganz gut. Und wir haben ja natürlich auch für Singleplayer-Spieler, wie ich ja davor erwähnt, ja habe, hier diese Stange, wie es natürlich ja auch bei uns gibt. Also LS-Modelle, das ist das Team. So, jetzt haben wir hier natürlich die eine Presse jetzt da. Her, wie wir ja sehen. Und wir steigen mal ein, starten hier unseren. Was ist mir aufgefallen ist, da haben sie irgendwas meines Erachtens falsch gemacht, weil wieso sollst du jetzt mit deiner Geisterstange oder so einer unsichtbare Tarnstange den hier da ziehen sollen? Das ist jetzt, was mich irritiert. Deswegen habe ich jetzt mal das hier vorbereitet gehabt, weil mir das hier aufgefallen ist. So, jetzt hängen wir mal hier den ab. Ihr habt gesehen, dass also der da anhängt. Jetzt nehmen wir hier den natürlich hier von Team LS Modelle. Jetzt fahre ich mal genauso mal vorbei und dass man das dann sieht. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt die Kurve hier schaffe.
Nein, ich muss den Arsch mal zurückschieben. Fahren wir den mal so vor. Also so her. Fahren wir vorbei. Da blitzt nichts auf. Also ist kein Attacher da. Weil für mich ist das eigentlich dann ein Fehler in der Eintrag in der XML, dass das dann nicht nur die Stange ausgeblendet wird, sondern auch der Trigger nicht vorhanden ist. So, jetzt nehme ich hier natürlich, wie es sein soll. Dann so ran. Jetzt sehen wir jetzt da gleich. Jetzt kommt der Trigger natürlich, wie er sein soll, wie ihr seht. Da hat aber der halt nur die Elektrik da, aber halt nicht für Elektraulik oder sowas. Das hat er hier nicht dran. Vielleicht kommt das noch hier an der Presse, weiß ich nicht. Die machen nur die Videos. Aber das wollte ich nur darauf hinweisen. Also, wenn ihr was Schönes haben wollt, dann müsst ihr halt euch anmelden bei LS-Modelle. Und jetzt machen wir es noch einmal, dass ihr das sehen tut, dass ich das ja auch richtig mache, dass der Abstand ja gleich ist natürlich. Eins, was ja auch noch mir auffällt, die Ballenpresse hat überhaupt jetzt gar nicht keine Zapfwelle sichtbar. Jetzt kommt erst die Zapfwelle her. Und jetzt die Zapfwelle irgendwie weg. Das ist auch eine Sache, was mir... und habt ihr das gesehen? Das hat mich jetzt schon irritiert, weil wir am Boden stecken geblieben. Also der Traktor ist von AA Modding. Dass ihr das ja auch natürlich wisst. Also dass es kein Schund ist. Original von der Seite bei Giants runtergeladen. So. Und jetzt sehen wir hier, bin gleich vorbeigefahren. Hängt hier an. Naja, das war jetzt da einmal das hier. Natürlich kommen jetzt hier zum Test. Jetzt habe ich den ja auch richtig gekauft, dass wir das uns genau anschauen. Also, wir haben jetzt hier das angeschlossen. Da gehen die Kabel hier rüber, wie wir sehen. Der Hänger ist noch nicht fertig. Das also muss ich euch sagen, deswegen ist das denn. Ich habe den bekommen gestern nochmal zum Testen. Ich habe ja gestern ein Testvideo gemacht. Nachdem ich also das Video gemacht habe, hat es geheißen, ja, Franz, mach's bitte nochmal hier einen Test. Und wegen die, ob die Schläuche so passen. Ich habe gesagt, ja, mache ich gerne. Also, ich starte jetzt mal den Traktor. Und hier, senk mal. Dann fahren wir natürlich mit der Presse mal hier entlang. 10 km/h macht er. Wir können ja auch natürlich uns so schauen, ob was sich da tut. Weil da kann man genau sehen, wie der jetzt hier funktioniert natürlich. So. Haben wir jetzt das so uns angeschaut. Jetzt fahren wir hier mit unserer Ballenpresse so entlang. So, ja, funktioniert sie schon. Das sind nur die gewissen Sachen, was ich sage, was mir persönlich nicht gefallen. So texturmäßig. Dann hier der Trigger her. Deko ist schön und gut. Finde ich immer alles gut. Also, Ballenpresse kann ja heiß werden und anfangen zu brennen. Also ist keine schlechte Idee hier, das hier mit den Feuerlöscher. Ich bin jetzt selber von Gas gegangen ein bisschen. Also, das hat jetzt nichts mit dem Mod zu tun oder sowas. 10 km/h macht er. Ich bin auch mal gespannt hier, ob jetzt der entsprechend natürlich man den Ballen auch heben kann. Aber das. Mal schauen, wann wir das testen können. So.
Es funktioniert relativ gut, finde ich jedenfalls. So, haben wir genug gepresst? Also, ja, ich habe den No-Kollision nicht drin jetzt. Also, Bremslicht funktioniert schon mal. Schalten wir mal die Presse mal aus. So, also Blinker. Blinker. Der Ballenpresser hat hier 25 km/h dran, das Tafele. Schauen wir mal das normale Licht. Funktioniert genauso. Steigen wir mal aus. Dann hier das Licht hier. Da hier eines und hier das zweite. Das hat mich jetzt vorhin ein bisschen irritiert wieder. Was muss man noch mal schauen? Achso, das sieht nur so komisch aus. So, dann schauen wir noch mal gleich hier. Schalten die nochmal ein. Da sehen wir ja, das, was animiert sein soll, ist animiert. Ja, das war's eigentlich soweit das. So, ja, jetzt müssen wir erstmal nochmal schauen, ob wir einen Ballen uns da klauen können. So, jetzt sind wir hier drin. Ja, einen Ballen kannst du auch heben, was der gemacht hat. Scheint zu funktionieren. Ja, mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen. Es ist eure Entscheidung, welchen ihr euch runterladet, natürlich zum Spielen oder nicht. Ja, also, wenn dir das Video gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.